Ja, ich will euch heute ein bisschen was über Aptitude erzählen. Aptitude ist ein Paketmanagement-Frontend für ja, app-basierte Systeme, vor allem Debian, Ubuntu etc., aber eigentlich auch alle der, fragt mich nicht, 300 Derivate von Debian. Ganz kurz die diversen, da kommt doch noch Apple. Die Ebenen des Paketmanagements bei Debian-artigen Systemen. Wir haben irgendwo ganz unten haben wir DPKG. Das kümmert sich im Prinzip um, nur um installierte Pakete bzw. Pakete zum Installieren und Entfernen. Es weiß nicht, wo die Pakete zum Herunterladen sind. Es weiß nicht, welche Pakete alle verfügbar sind, etc. Das ist eben die untere Ebene. Ich scroll mal gerade ein bisschen runter, jetzt ist die. So. Das sollte alles drauf sein. Es verifiziert, dass die Pakete, die installiert werden sollen, auch wirklich deren Abhängigkeiten schon erfüllt sind. Aber es weiß nicht eben, wo es diese Abhängigkeiten findet. Es schaut bloß, dass sie auch erfüllt sind, die Abhängigkeiten. Und es kann eben Informationen anzeigen über installierte Pakete. Apt, und damit meine ich jetzt vor allem die beiden Bibliotheken, die Apt mitliefert, libapt-inst und libapt-package, fragt mich nicht, was genau der Unterschied dazwischen ist, ich weiß es nicht, kümmert sich mehr um die Ebene, wir haben eine Paketliste von Paketen, die verfügbar sind. Apt weiß aber, welche Versionen verfügbar sind, und Apt löst Abhängigkeiten auf, und zwar in der Art, dass es Sachen herunterladen kann, die als Abhängigkeit notwendig sind, und kümmert sich dann auch um die richtige Reihenfolge zum Installieren. Kann aber nichts anfangen mit Paketen, die als .deb auf der Platte rumliegen. Es kann nichts damit anfangen mit Paketen, die schon installiert sind. Sondern es arbeitet auf Paketlisten und übergibt sozusagen die niederen Arbeiten DPKG. Und es gibt verschiedene Frontends zu dieser Funktionalität, die in den Bibliotheken sitzt. Das eine ist das Paket apt selber. Das bringt apt-get, apt-cache, apt-mark und ganz neu auch apt mit sich. Als apt, als Befehl gibt es seit 1. April, und das ist kein April-Scherz. Nach 16 Jahren apt-Entwicklung gibt es auch einen Befehl, der apt heißt. Apt wurde, glaube ich, angekündigt am 1. April 96, eben vor 16 Jahren, da kann jemand rechnen, danke. Und Aptitude ist im Prinzip einfach ein anderes Frontend für diese Funktionalitäten. Genauso gibt es auch noch das grafische Frontend Synaptic, und es gibt auch noch Capt, was irgendwann mal die Idee war, Apt 2.0, aber es ist dann doch eine komplette Reimplementation geworden und anders, und Apt wurde weiterentwickelt, deswegen hat es einen anderen Namen und deswegen greift das auch nicht auf die Apt-Bibliotheken zu. Capt gibt es, kann man auch installieren, funktioniert ähnlich, will ich aber heute nicht drauf eingehen. Ich will heute vor allem auf Aptitude eingehen, weil Aptitude meiner Meinung nach ein paar Features hat, die all die anderen Sachen nicht bieten können. Minesweeper zum Beispiel, aber der ist eigentlich nicht in Folien drin. Die Leute ja nicht vom Arbeiten abhalten. Ja. Insofern, aber eben, diese Features, die hier vorkommen, sind teilweise eben in den Bibliotheken, teilweise in Frontends. Es gibt noch ein paar mehr Bibliotheken hier hinten dran mittlerweile. Man kann zum Beispiel bei apt die Algorithmen zur Abhängigkeitsauflösung austauschen. Aber Aptitude bringt seinen eigenen Algorithmus zum Abhängigkeitsauflösen mit. Warum, erkläre ich nachher noch. Und deswegen interessiert uns das Austauschen hier auch nicht. Ja, eben. Apt ist nur Kommandozeile. Hier auf der Folie fällt eben seit 1. April noch das Apt-Kommando. Das hat Bibliotheken. Aber was es halt auch noch sich darum kümmert, ist der Download. Und das ist was Aptitude durchaus auch nutzt von Aptitude. Also man kann auch weitere Download-Methoden hinzu installieren. Das gilt dann für alle Programme, die die Apt-Bibliotheken benutzen. Also zum Beispiel HTTPS ist extra. Wer Pakete per HTTPS herunterladen will, muss apt-transport-https nachinstallieren.
Eben alternative Abhängigkeitsauflösung per Plugins habe ich vorgestellt. Das, was apt in meinen Augen etwas einschränkt, ist, es kann nur in Paketnamen, in den Beschreibungen suchen und irgendwie noch in den Abhängigkeiten, aber im Großen und Ganzen ist die Suche einfach etwas eingeschränkt, wenn ich komplexere Suchanfragen habe. Das ist was, was halt, da geht's unten wieder. Mach's mal mit Schrift ein bisschen kleiner. Vielleicht hilft das schon, das hilft schon, ja. Ich glaube, man kann es hinten immer noch lesen, oder? Wunderbar. Aptitude hat eine eigene Abhängigkeitsauflösung, die ist interaktiv, das heißt, ich kann ihm reinforschen. Ich kann ihm, während er Abhängigkeiten auflöst oder aufgelöst hat, sagen, ja, und jetzt kommt noch diese Einschränkung dazu, diese Sorte von Lösungen, die du mir bieten kannst, die will ich eh gar nicht haben. Und was auch noch in meinen Augen ein sehr interessantes und wichtiges Feature ist, Aptitude kann sich Paketinstallationswünsche vormerken. Also man kann sagen, ja, und beim nächsten Durchgang möchte ich das Paket installiert haben, das Paket haben, das. Das ist eigentlich was, was man eher so aus den interaktiven, aus den grafischen Oberflächen kennt, also Synaptik, da kann man Häkchen setzen und nachher sagt man, go, mach. Und genauso funktioniert Aptitude in gewisser Weise auch. Auf der Kommandozeile funktioniert es eher andersrum. Man kann mit der Option minus minus schedule only das sozusagen nur vormerken eben. Aber im interaktiven Modus, den ich euch gleich präsentieren möchte, funktioniert das wirklich so, man setzt Häkchen. Man setzt sie mit der Tastatur, es sind keine Häkchen, sondern es ist dann irgendwie ein Plus oder die Hintergrundfarbe ändert sich, aber im Großen und Ganzen ist es wie Häkchen setzen. Und alle Aktionen werden dann sozusagen überprüft, ob die zusammenpassen, und wenn es zusammenpasst und man zufrieden ist, werden sie ausgeführt. Und nicht bei apt-get, wie man irgendwie apt-get install das eine Paket, warten bis es fertig ist, apt-get install das andere Paket, oder man kann auch mehrere angeben, aber man muss dann halt für jeden Gedanken, den man hat, oh, das brauche ich ja auch noch, den Befehl nochmal aufrufen. Und was ich halt auch sehr an Aptitude mag, eine sehr, sehr flexible und mächtige Suche. Also ich kann so Suchanfragen machen wie, zeig mir alle Pakete, die installiert sind, die, wo andere Pakete von abhängen, die auch installiert sind, aber die nicht als automatisch installiert markiert sind. Also wirklich eine ganze Prädikatenlogik ist es vielleicht nicht, aber es geht so in die Richtung. Eben, aber fangen wir mal mit der grafischen Oberfläche, Textmodus-Oberfläche an. TUI wie Text User Interface basiert auf N-Curses. Ich glaube, früher war mal S-Lang noch irgendwie drin, aber N-Curses, wie viele anderen Programme, die Vollbild auf der Textkonsole machen. Die Aufteilung zeige ich gleich noch. Einfach noch die wichtigsten Tastaturbefehle. Hilfe gibt es mit Fragezeichen. Q beenden mit Q. Man kommt raus. Er fragt dann immer, willst du wirklich beenden? Ja, nein. Das Wichtige ist, wenn man auf die Weise rausgeht, merkt er sich sämtliche Häkchen, die man gemacht hat schon. Das heißt, wenn man das nächste Mal Aptitude startet, egal ob auf der Kommandozeile oder nicht, führt er diese Aktion aus, wenn man sagt, mach einen Installationslauf. Das ist das, was manche Leute ab und an verwirrt, weil sie machen was in Aptitude, muss später weitermachen, Q raus. Und dann nächstes Mal Aptitude Install, ganz anderes Paket, und plötzlich kommen die Sachen, die man sich vorgemerkt hatte, mit. Das ist was apt-get nicht macht und wo manchmal etwas unerwartet ist, wieso macht er jetzt noch diese Installation, die ich vor 3 Tagen mal machen wollte, aber dann nicht gemacht habe. Aptitude merkt sich das. Wenn man diese Vormerkung nicht merken lassen will, geht man mit Ctrl-C raus. Dann speichert er nichts auf der Platte. Und alle Änderungen, die man interaktiv gemacht hat, sind verloren. Es funktioniert auf der Kommandozeile übrigens auch, wenn er nach Ja, Nein fragt, Ctrl-C und mal ist raus. Den Rest zeige ich, glaube ich, gerade einfach mal interaktiv. Ich habe da was vorbereitet. Ich habe hier ein Debian Unstable in einem Change-Root. Tippen sollte man können. Aptitude einfach mal ohne Parameter aufrufen, dann kommt die interaktive Oberfläche.
Einer der Gründe, warum ich das jetzt in Change Root mache, ist, weil hier seht ihr die Default-Konfiguration. Weil Update hat viele Konfigurationsoptionen und man kann das schön verschrauben. Und meins ist per Default verschraubt, das ich selber benutze. Deswegen will ich euch hier eigentlich den Default zeigen. So, wir haben hier zwei so Unterteilungen, zwei Fenster. Unten ist immer eine Infobox per Default. Oben sind die Paketlisten. Man sieht hier dieses Minus, Minus, Minus. Das ist im Prinzip ein Baum, den ich aufklappen kann. Wenn ich jetzt hier mit den Cursor-Tasten kann ich hoch und runter. Ah, mir fällt gerade noch was ein. Kleinen Moment. Ich kann euch da noch eine Hilfe geben. Kimon. Ich habe das jetzt mit diesem Vortrag noch nicht gemacht, aber... So, hier seht ihr, wenn ich irgendwelche Tasten drücke. Und jetzt drücke ich zum Beispiel mal die Enter-Taste. Also nee, erstmal Cursor-Taste hoch. Sollte in den Fokus auch passend haben. Hoch. Und wenn ich jetzt die Enter-Taste drücke, klappt hier ein Baum auf. Man sieht da oben aus den Minus, Minus, Minus wurde halt irgendwas mit Schrägstrich. Es ist ein bisschen rudimentär. Es gibt da irgendwie noch kein schöneres, schönere Darstellung. Aber ihr seht schon mal, es sind 130 Pakete installiert. Aus welchen, es gibt Sektionen mit ja, Paketen aus welchem Thema. Und ich kann jeden einzelnen Ast hier weiter aufklappen. Main heißt im Prinzip, dass es aus dem Debian Standard Repository kommt. Es gibt alternativ noch Contrib und Non-Free. Non-Free ist Software, die nicht ganz den Debian Free Software Guidelines entspricht. Contrib ist zwar freie Software, aber die von nicht freier Software abhängt. Deswegen hier ist nur Sachen aus Main installiert. Klappe ich weiter auf und jetzt habe ich hier eine ganze Liste von Paketen, die halt in so einer Standardinstallation mitkommen. Darunter halt apt und aptitude. Eben Version 1.0 von apt ist am 1. April released worden. Ich kann aber auch diesen Baum schneller durchnavigieren, als hier irgendwie immer mit Enter auf und zu klappen. Sondern ich kann den ganzen Baum aufklappen mit eckige Klammer auf und eckige Klammer zu. Das ist manchmal irgendwie ganz praktisch. Klar, bei den verfügbaren 42.000 Paketen hier nicht. Da kommen jetzt oben halt eine ganze Ladung Tasks. Aber wenn ihr so schaut, da gibt es auch kiloweise Sektionen, wo jetzt nichts installiert ist. Cursor-Tasten, Position 1, Home, End etc. funktioniert natürlich auch. Man bekommt, weil eben dieses Fenster hier, diese obere Hälfte, manchmal ein bisschen zu klein ist für die Übersicht, man bekommt hier mit Shift-D, fragt mich nicht, wie es auf die Kombination kommt, kann man die untere Hälfte wegblenden und dann sieht man halt hier auch ein bisschen mehr. Ich mache es mal Shift-D wieder an, das ist so ein Toggle. Details. Bitte? Details. Ja, oder Description oder Details kann sein. Lasse jetzt mal wieder drin, weil wenn ihr hier so über so eine Beschreibung geht, dann seht ihr einfach irgendwie, ja, in der Gruppe sind irgendwie so und so viele Pakete, steht hinten in Klammern auch noch dran, und eine grob Beschreibung davon. Wenn ich das weiter aufklappe im Main, dann sagt er mir halt eben das, was ich euch gerade erzählt habe, dass das alles freie Software sei, und sonst sehe ich hier die Paketbeschreibung. Lass mal jetzt auf einem. Ich kann auch mit I die Informationen hier unten drin zwischen drei verschiedenen Ansichten austauschen. Eins ist die Paketbeschreibung, die kommt per Default. Zwei ist der Zustand, und drei ist Gründe, warum es installiert sein könnte. Das macht natürlich mehr Sinn, wenn ich das auf einem anderen Paket, das installiert ist, mache. Jetzt arbeite ich mit eckige Klammer auf. Ich sage jetzt mal aptitude.com ist installiert, weil Aptitude drauf, davon abhängt. Also er zeigt mir hier interaktiv relativ schnell an, warum ein Paket zum Beispiel installiert sein könnte. Und das egal, ob es als automatisch installiert markiert ist, wie dieses A hier vorne anzeigt. Die Spalte I, die erste Spalte I sagt, es ist installiert. Bei den anderen Paketen, mal zumachen, hier drüben auf. P steht im Prinzip für purged, Englisch für komplett entfernt. Das heißt, es war entweder nie installiert oder ist komplett entfernt worden. Wenn ich jetzt irgendwas installieren möchte, ganz zu, irgendwas aus der
Admin Section. Dann kann ich hier jetzt noch unten mit Shift D das wieder weg, dass ich ein bisschen mehr sehe. Jetzt kann ich hier lang durchscrollen. Aber zum Glück kann man auch suchen. Suchen ähnlich wie in VI mit Slash. Dann kommt hier so ein Pop-up. Und wenn ich hier anfange zu tippen, dann sucht er schon im Hintergrund. Wie ihr seht bei jedem Tippen, ich suche jetzt das Programm Hardtop. Und jetzt hat er es gefunden. Ich drücke Enter, dann ist meine Auswahl hier. Und jetzt kann ich dieses Paket vormerken zum Installieren. Vormerken zum Installieren. Installieren im Prinzip ist hinzufügen, also ein Plus. Ich drücke jetzt mal Plus. Das ist Shift gleich auf dieser Tastatur, deswegen tauchte unten das Gleichheitszeichen auf. Und jetzt seht ihr, dieses Paket ist jetzt, die Farbe hier ist grün geworden. Es ist hier in der zweiten Spalte ein I hinzugekommen. Das heißt, es ist momentan, P bedeutet, es ist momentan nicht installiert. Das I bedeutet, ich will es installieren. Aber das heißt noch nicht, dass es jetzt schon installiert ist, sondern es ist jetzt wirklich das Häkchen zum Installieren gesetzt. Er zeigt mir hier hinten auch an, wenn ich das installiere, dann verbrauche ich 196 Kilobyte mehr auf der Platte. Diese beiden Spalten zeigen an, welche Version gerade installiert ist, keine, none, und welche Version verfügbar ist oder welche installiert werden wird, wenn ich es installieren lasse. So, jetzt suchen wir uns mal noch irgendein anderes Paket. Ich nehme wieder Slash. Da ist jetzt noch die Markierung von vorher drin. Rauslöschen. NCDU ist ein Paket, das ich irgendwie mal ganz gern habe. Das ist N-Curses Disk Usage. Also er zeigt mir irgendwie auch in so einer Oberfläche an, welches Verzeichnis wie viel Platz verbraucht. So, auch hier wieder Plus, Shift gleich bei mir, weil US-Tastatur. So. Jetzt habe ich das vorgemerkt. Wenn ich die Vormerkung wieder entfernen will oder ein Paket entfernen, das installiert ist, kann man auch mal machen, was ich oft nicht. Hoppala, das war jetzt ein Tippfehler meinerseits. So, Capconf i18n. Das sind Übersetzungen von Konfigurationsfragen. Die brauche ich normalerweise nicht. Dann drücke ich hier ein Minus und dann wird das so, ja, was ist das für eine Farbe? Violett. Und hier steht an zweiter Stelle ein D wie Delete, also Paket entfernen. So, jetzt habe ich mir hier ein paar Sachen vorgemerkt. Er sagt hier auch in der Summe 792 Kilobyte werden an Plattenplatz freigegeben, weil das hier ist irgendwie ein Megabyte. Und ich muss 110 Kilobyte an Paketen runterladen, um den Zustand zu erreichen. Ihr seht hier oben auch ein Menü, da kann man auch das Ganze nochmal. Geht sogar mit der Maus. Man kommt, wenn man die Maus nicht benutzt, Escape, mal wieder zum Rausgehen, Ctrl T geht rein in das Menü. Da kann ich entweder eben Paketaktionen machen, ich kann Undo, gibt es auch. Also die letzte Änderung, die ich hier drin gemacht habe, die geht allerdings nur so lange, wie ich halt Vormerkungen mache. Es geht auf Vormerkungen, nicht auf Installationsaktionen. Und hier sind auch nochmal die ganzen Keybindings, es gibt noch mehr. Remove, einfach entfernen. Purge, es ist der Unterstrich. Kann man sich als Shift minus merken für S-Tastatur. Keep heißt so viel wie, da habe ich euch gerade kurz Mist erzählt, wenn ich eine Vormerkung wieder rückgängig machen will. Also ich habe jetzt gesagt, ich will das entfernen und will es dann doch nicht, dann kann ich mit dem Doppelpunkt das wieder setzen. Das Hold gleich bedeutet, ich will dieses Paket nie aktualisieren, ich will immer diese Version beibehalten. Das heißt, wenn er versucht, Konflikte aufzulösen, ignoriert er, dass dieses Paket aktualisierbar wäre. Wenn ich alle Pakete, die aktualisierbar sind, aktualisieren will, ignoriert er dieses Paket. Das ist manchmal nützlich, gibt es übrigens auch bei dpkg und apt-get, aber generell, wenn es irgendein Security-Update gibt, das was kaputt gemacht hat. Kommt selten vor, aber kommt vor. DokuWiki war bei mir so ein Beispiel. Danach gingen keine externen Links mehr. Es gab dann ein zweites Update und bis das gekommen ist, hatte ich halt DokuWiki auf Hold gesetzt, dass er nicht auf die Idee kam, das zu aktualisieren. Der Rest komme ich vielleicht nachher noch dazu, aber gibt noch ein paar nette Sachen. Aber jetzt erstmal zu den Basics. Jetzt wieder raus. Was wir hier oben in der zweiten Zeile haben, ist noch so eine kleine Hilfe, welche Tastaturkommandos was machen. Die wichtigsten,
Ctrl-T geht ins Menü. Wie schon gesagt, Fragezeichen Hilfe, Q für Quit, U für Update, das zeige ich euch auch gleich noch. Wichtig ist jetzt G, Download, Install, Remove Packages, kurz führe die Vormerkungen aus. Und das machen wir jetzt mal, ich drücke G. Jetzt habe ich hier so eine Vorschau. Das ist im Prinzip, wie wenn man bei Apt-get install was sagt und nachher sagt er, ja, ich würde jetzt die Pakete installieren, die sind noch empfohlen und soll ich das jetzt machen? Ja, nein. Hier sehen wir, ich habe zwei Pakete ausgewählt, HTOP und NCDU, und das hier will ich entfernen. Sieht auch schon in der Übersicht, zwei installiert, eine entfernt. Und jetzt gibt es hier noch Pakete, die vorgeschlagen sind von anderen Paketen. Also die zwei Pakete scheinen irgendwelche anderen Pakete vorzuschlagen. Jetzt schauen wir mal. Hier muss ich auch mit Enter wieder aufklappen. Ah ja, HTOP kann hinten noch L-Trace oder S-Trace aufrufen. Deswegen schlägt er die hier noch vor. Brauche ich jetzt mal nicht, ist nicht so schlimm. So, und wenn ich jetzt nochmal G drücke, dann führt er diese Aktion, die ich hier in der Vorschau auch sehe, aus. Was man auch noch sieht, in dieser dritten Zeile, das kann man sich vorstellen wie Tabs. Hier ist ein Tab mit der Paketliste und wenn ich da mit der Maus draufklicke, wechselt er auch dorthin. Und hier ist die Vorschau, in die mich das Drücken von G wie Go gebracht hat. Und wenn ich jetzt nochmal G drücke, dann fängt er an, hier was runterzuladen. Wenn er Netzwerk hätte, ich habe eigentlich Netzwerk. Gut. Machen wir hier Cancel, Vorführeffekt abbrechen. Die Vormerkungen sind jetzt noch da. Ich gehe mit Q raus. Ja, ich will es wirklich beenden. Kann man, glaube ich, irgendwo abschalten. So, und jetzt sagt er unten kurz, dass er Writing Extended Status Information, da hat er sich jetzt das gemerkt. Versuche ich mal rauszubringen, wieso ich in diesem Change Root kein Netz habe, ganz kurz. Ja, weil da nichts drin ist, okay. Ich kurz auf die Shell. Solfconf nach varlib pbuilder, ne, varcache pbuilder. Bild. Oh, welches davon ist es jetzt? Erstmal so. Hm. 5. April, das ist es. Okay, also. CDK. ETC. CP, P, V, Solfconf nach Punkt. So, jetzt müsste ich drüben wieder Netz haben. So, nutzen wir das gerade mal aus. Ich zeige jetzt kurz einen Teil von der Kommandozeile. Und zwar, eben, ich hatte vorhin gesagt, speichert sich Vormerkungen. Oh, schon. Gut, ja, stimmt. Und merkt sich die bei der nächsten Ausführung. Install ohne Parameter. Klingt komisch, ich will kein Paket installieren, aber er hat sich diese Pakete gemerkt. Und wenn ich jetzt nochmal Enter drücke, macht er das halt interaktiv. Nicht interaktiv, sondern auf der Kommandozeile. Eine coole Sache an der Stelle finde ich, ich kann jetzt wechseln in den interaktiven Modus, indem ich E wie Examine drücke. So, jetzt kommt der interaktive Modus und jetzt sehe ich die gleiche Vorschau, wie ich vorhin gesehen habe. Und jetzt drücke ich hier noch einmal das G wie Go und es tut. Und jetzt Press Return to Continue, dann geht er zurück ins grafische Interface. Wenn ich hier Ctrl-C drücke, ist einfach alles gut und in Ordnung und ich bin wieder zurück auf der Kommandozeile. So, ich habe Enter gedrückt. Er lässt jetzt seinen Cache neu ein und schaut, ob er in Sync ist und jetzt ist er doch rausgegangen, weil ich aus dem Kommandozeilenmodus gekommen bin. Ich rufe es nochmal auf. So, hier haben wir U wie Update. Wenn ich das mache, macht er das gleiche wie Apt-get Update, bloß halt mit optischem Feedback. Er lädt jetzt die Paketlisten runter, das sind jetzt irgendwelche inkrementellen Diffs, das braucht ein bisschen.
Während er das im Hintergrund macht, Übersetzung, gehe ich wieder auf die Folien. F10 geht auch noch ins Menü, das habe ich alles gezeigt. Immer weiter. Navigieren in den Paketbaum, man kann auch die VI-Cursor-Tasten JK benutzen, hoch, runter. Kaputte Abhängigkeiten, das kann man auch noch nachher zeigen. B wie broken im Englischen. Und in den Bäumen eine Ebene höher springen zum nächsten Menüebene, ist das Dach. Also auf der deutschen Tastatur kann es sein, dass man Dach und Leertaste drücken muss, weil das ein totes Zeichen ist, wo erst kommt mit dem nächsten Zeichen. Anzeige einschränken, filtern zeige ich euch auch gleich noch. Was haben wir hier noch? Das haben wir auch noch. Das kommt noch. Das zeige ich euch jetzt als nächstes. Auf dem Fenster 6. So. Mittlerweile seht ihr, ist er hier fertig mit runterladen. Er sagt, oha, 14 neue Pakete. Wenn ich jetzt hier mal ganz aufklappe, aha, da gab es irgendwie Debug-Paket für Xpra noch neu, das es vorher nicht gab, aber Debug-Pakete interessieren mich nicht. Klappe ich mit eckige Klammer zu. Doc interessiert mich auch nicht. Ah, Pakete, hopp. Blockfinder klingt interessant. Steht nicht viel dran. Ja gut, okay. Ruby-Pakete ein bisschen. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel hier bin und eins höher mit im Dach, dann springt er wirklich hier von Util springt er zu New Packages. Diese neue Paketliste, ich weiß nicht, für mich ist das immer wie Weihnachten mit, oh, neue Pakete, die ich installieren kann, nur viel, viel häufiger und billiger. So, wenn ich die jetzt angeschaut habe, so, nichts dabei, was mich interessiert, will ich nicht mehr sehen. F wie Forget. Und dann ist diese Rubrik verschwunden, die ist jetzt einsortiert oder nicht installierte Pakete. Aber es gibt hier noch aktualisierbare Pakete, ich klappe wieder auf mit eckiger Klammer auf, aha, GCC etc. Na gut, okay. Ich will die alle aktualisieren. Jetzt kann ich Shift-U drücken. Das ist auch unter Actions Mark Upgradable. Also er markiert alle, die aktualisierbar sind, als aktualisierbar, wenn ich hier Shift-U drücke. So, jetzt sind die alle so hellblau geworden. Das heißt, er würde die alle aktualisieren. Dann kann man auch hier schauen mit I wieder durch. Informationen über den Zustand, hoppala, oder ich bin jetzt gesprungen, will be upgraded von Version so und so zu Version so und so. Aha, zwei Versionen. Ich sehe auch hier hinten, minus 18 ist installiert, minus 19 ist verfügbar. Wenn ich jetzt auf so ein Paket hier irgendwo Enter drücke, dann sehe ich Informationen über dieses Paket. Beschreibung, wer Maintainer ist, alles Mögliche. Also ich sehe auch hier komprimierte Größe, das ist die Paketgröße zum Runterladen, unkomprimiert ist auf der Platte. Die Abhängigkeiten, ich kann da auch wieder, das ist auch wieder so ein Baum, reingehen, mir Infos über das Paket anschauen, zum Beispiel mit Shift-D kommt unten wieder diese Infobox zu so einem Paket. Das, was hier rot ist, sind Vorschläge, die nicht erfüllt sind, zum Teil unavailable, okay, gibt es halt nicht. Und ganz unten, na, das war nochmal weiter, seht ihr hier die zwei Versionen. Die minus 18 Version wird deinstalliert und dafür wird die minus 19 Version installiert. 14 MB weg, 14 MB hin, kein Unterschied. Ja. Und auch wie, hier seht ihr wieder oben, ich habe so wie ein neuer Tab bekommen hier. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal Enter drücke auf so ein Paket, also Details zu diesem Paket sehen will, dann sind hier oben drei so Tabs. Man sieht hier die Tabgrenze nicht, aber sieht die Schreibung Paketliste. GCC48 Info, libgcc48 dev Info, und so kann man das also rekursiv weitermachen. Retour kommt man wieder mit Q, also ein Tab schließt man mit Q. Und der letzte Tab schließt halt dann das Programm im Zweifelsfall, kann man konfigurieren. So, gehe ich auch wieder raus. Das sind meine upgradable Pakete. Die mal kurz einfach noch die ganze Liste. Ja gut, da sieht man. Ja, gut. Und wenn ich jetzt Go drücke, sehe ich die halt unter Info wieder weg, dann sieht man das Ganze. Die sind alle upgradebar. Wenn ich jetzt G drücke, passiert das auch. Er lädt sie runter. Ah ne, er hat sie schon runtergeladen offensichtlich. Das kann irgendwas im Hintergrund gewesen sein, aber... Nein, ich habe es vorhin einmal ausprobiert. Er hat sie gecached. Ja. Zurück zu den Folien. Da. Tab schließen mit Q. Wenn ich nur die verfügbaren Versionen anschauen will, also ich habe vorhin mit Enter auf dem Paket alle Infos gesehen. Mit V sehe ich nur die Versionen, mit D sehe ich nur die Abhängigkeiten. Und mit R sehe ich die Reverse-Abhängigkeiten, zeige ich vielleicht auch noch kurz.
Man kann auch zwischen den einzelnen Tabs, ich habe es vorhin mit der Maus gemacht, man kann mit den einzelnen Tabs wechseln. F6 geht durch die Tabs in die eine Richtung durch, F7 in die andere. Jetzt mal schauen, wie weit da drüben ist. Ja, press the turn to continue, jetzt klappt es aber auch. Und er bleibt hier drin. So, jetzt liest er noch irgendwie sein Zeugs wieder ein und da sind wir wieder. Mit V, da sehe ich die Versionen momentan, ist bloß ein Repo drin, deswegen sieht man da überall bloß eine Version, nämlich die installierte, hätte ich vielleicht vorher machen sollen mit V. Aber es ist im Prinzip die gleiche Ansicht wie die zwei Zeilen vorhin unten. Mit D sehe ich bloß die Abhängigkeiten. Und was auch noch interessant ist, mit R sehe ich die Rückwärtsabhängigkeiten. Das heißt, das sind alle Pakete, die auf Aptitude.com von Aptitude.com abhängen, nämlich Aptitude, nur eins. Machen wir das mal auf irgendein anderes Paket. Was haben wir denn hier irgendwie so? Irgendeine Lib, das ist immer schön. Libadre hängt sicher von einigen ab. Ja, da ist einiges. Machen wir unten die Beschreibung mit. Und das Schöne ist, er sieht jetzt, ich weiß nicht, sieht man es oben, dass das hier ein bisschen fetter ist oder heller als die anderen. Da, wo installiert ist, ist so ein bisschen heller. Und ihr seht hier alle Pakete, die davon abhängen, sowohl die installierten als auch die nicht installierten. Und das sind jetzt halt, kann man halt hier auch entlang, ja, ah, das ist alles, okay. Und noch ein Predepens, aber okay. Lass dich das sortieren auch. Bitte? Lass dich sortieren auch. Also ich sag, ich will alle I's oben haben und die P's da unten. Gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich will, ich kann schon Shift-S müsste sortieren, in der Ansicht nicht. Was man, jetzt hier wieder raus. Ich greife kurz mal ein bisschen vor wegen dem Sortieren. Man kann hier unter Views entweder einfach eine neue zweite View machen, wenn man vielleicht in zwei getrennten, also eine Paketliste will man eher das und das bearbeiten, in anderen irgendwo was anderes. Aber was ich zeigen will, ist die flache Paketliste, das heißt ohne Baum. Macht dann auch einen neuen Tab auf, jetzt rechnet er so ein bisschen. So, und jetzt fängt es an mit 0, 2, 3. Es gibt viele Pakete, die so heißen mit Nummern am Anfang. Aber es ist wirklich, und jetzt springe ich mal zum Ende und unten sind wir bei Z. Ich kann die jetzt zum Beispiel sortieren nach Install Size. Diese Werte stehen in der Doku. Sie sind interaktiv nicht drin. Ja, sehe ich schon. Und jetzt tut er mir das nach Installationsgröße sortieren. Wenn ich jetzt ans Ende gehe, sieht man hier, ja, LibreOffice Debug scheint das größte Paket zu sein. LibWebKit Debug, Chromium Debug und dann kommt erst so ein Kernel Debug Modul. Also das sind die Größen. Das zeigt jetzt, wenn man jetzt hier mal drauf geht, Enter drückt, Größe, unkomprimiert, ÜG, 3 GB. Ich wusste nicht, dass wir so große Pakete mittlerweile in Debian haben. Hilfe. Hoffentlich muss ich das nie installieren. Ihr seht hier, wir haben jetzt zwei Paketlisten und Dinge offen. Ich gehe wieder eins zurück. Q, schließen. Ja. Und jetzt kann ich hier mit L wie Limit einen Suchausdruck eingeben. Zum Beispiel, wenn ich jetzt bloß alle Pakete haben will, die Top im Namen haben, drücke ich hier Enter und da gibt es relativ viel, weil Desktop drin vorkommt. Naja, gut, schlechtes Beispiel. Ich kann hier aber eben auch Sachen reinschreiben wie nur alle installierten, tilde i, komme ich gleich auch noch dazu. Jetzt sind alle Pakete, die installiert sind, nur drauf, auch immer noch sortiert nach Installationsgröße. Größtes installiertes Paket auf dieser Maschine, libc6dev, oh ja, 20 MB, harmlos. Ja. Mal kurz noch zur Folie zurück. F6, F7 wollte ich noch kurz zeigen, genau. Mit F6, F7 kann ich hier zwischen diesen beiden Ansichten hin und her wechseln. Ihr seht es vor allem oben am Tab, dass diese invers werden oder nicht. So, Vormerken habe ich gezeigt. Man kann auch noch Reinstall machen mit Shift-L. Warum es jetzt gerade Shift-L ist, weiß ich nicht. Konflikte lösen, genau. Das können wir auch noch kurz. 6. Ich tue jetzt einfach mal hier willkürlich irgendein wichtiges Paket entfernen wollen. Na, sagen wir mal irgendwie Tar. Pop. Ah, Mist. Ja, das fragt Abt auch. Nein, das ist vielleicht keine gute Idee. Ja, oder irgendein Paket, was nicht essential ist. Das hier, genau. So, jetzt rechne so ein bisschen. Habe ich Minus gedrückt? Doch. Ja, doch.
Und er sagt, er schlägt für unten, sagt er rot, 5 Entfernungen vorgeschlagen. Jetzt kann ich E drücken für Examine und er sagt mir, was er empfiehlt zu entfernen. Er empfiehlt zu entfernen Build Essentials, ja, weil zum Bauen von Paketen brauche ich halt die Linux-Header. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann zeigt er mir unten an, warum. Also er erklärt schön, ja, das Paket braucht halt das Paket, das ich entfernen will oder einen Teil davon. Und ich habe jetzt folgende Lösungsvorschläge. Jetzt kann ich sagen, die Lösung gefällt mir nicht mit Punkt, eine weitere Lösung. Ja, behalt das Paket doch bei. Okay, ja gut, offensichtlich. Und andere Lösungen gibt es nicht. Entweder das Zeug entfernen oder, und das ist halt dieser interaktive Resolver. Ich kann jetzt hier auch noch mit zum Beispiel sagen, ja okay, das hier will ich nicht machen. Ich habe jetzt R gedrückt für Reject. Und ich kann ja sagen, okay, das Paket ist okay, wenn ich es entfernen will. A wie Accept. Das heißt, es ist bei den Beispielen ein bisschen doof, weil wir keine sonstigen Lösungen mehr haben. Aber so würde er als nächstes nur noch Lösungen empfehlen, die diese beiden Bedingungen einschließen. Wenn ich jetzt sage, das ist noch eine, die er vorher ausgerechnet hat, aber eben es gibt keine weiteren mehr. Ich bin jetzt mit Q wieder raus aus der Konfliktlösung. Eben akzeptieren mit A, ablehnen, reject mit R. Und mit Punkt und Komma, das sind auf der US-Tastatur 2 Tasten nebeneinander, kann ich durch die Vorschläge durchscrollen. Das ist sehr praktisch, wenn man irgendwo ein Paket installieren will und es irgendwas anderes runterschmeißen will und man sich nicht ganz sicher ist, was. Vormerkung ausführen habe ich euch auch schon gezeigt, Vormerkung Tab. Ah, in dem Tab kann man auch nochmal Sachen ändern. Das ist vielleicht auch noch wichtig, sondern es ist eine Ansicht wie alle anderen. Ich kann da mit den einzelnen Paketen nochmal Änderungen durchführen. Allerdings muss ich einmal raus und wieder rein, damit er mir die ganze Ansicht mit dem, was er machen würde, aktualisiert. Suchmuster. Ich habe es vorhin ganz kurz gezeigt. Es gibt ganz viele Sachen, nach denen man suchen kann. Automatisch installierte Pakete, man kann logische Verknüpfungen machen. Essentielle Pakete, das war vorhin eins, wo ich aus Versehen entfernen wollte, da hat er gleich gefragt, ja, willst du wirklich, dass du das machst? Garbage sind Pakete, die man eigentlich entfernen könnte, die ja auch automatisch entfernen wird per Default. Tilde i habe ich verwendet, das sind installierte Pakete. Ich kann nach Maintainer suchen, nach Namen. Pakete, die zwar installiert sind, aber nicht mehr herunterladbar, das haben wir auch schon gesehen hier. Wenn ich jetzt hier nochmal die Ansicht mache ich auch zu, ich gehe zurück auf die ursprüngliche, ganz nach oben, Klappe zu. Hier ist ein Paket, das nicht mehr, das gibt es nicht mehr zum Runterladen. Das ist aus Debian entfernt worden, weil jetzt gibt es libdb5.3. Es ist leider nicht als automatisch installiert markiert worden bei der Installation. Dann mache ich das jetzt, ich gehe hier drauf, drücke, können wir in Action schauen, machen wir es mal hier mal kurz. Package, hier was. So. Mark Auto, Shift M. So. Draufgeklickt, ne? Doch, jetzt. So, und jetzt schlägt er das zum Entfernen vor, sagt aber, eins ist broken. Ja, was haben wir jetzt noch broken? Ich habe immer noch das B, wie broken, habe ich vorhin gesagt, springt zum nächsten kaputten Paket. Ich kann es oft drücken. Das installieren wir jetzt halt einfach wieder. Mit Plus habe ich jetzt gesagt, lass es drauf oder installieren. Also, es gibt keine neueren Versionen, insofern heißt Plus, lass es. Ich könnte aber auch mit Doppelpunkt einfach die Markierung rückgängig machen. So, jetzt ist nur noch eins, was entfernt würde. Ihr habt auch gemerkt, wenn ich irgendwas als automatisch installiert markiere und er merkt, das ist nicht mehr gebraucht, dann entfernt das direkt. Das ist bei apt-get zum Beispiel, er schlägt, sagt bloß, die und die Pakete sind nicht mehr gebraucht, kannst du mit apt-get auto-remove entfernen. Aptitude macht per Default das automatisch, kann man wegkonfigurieren. Genauso wie man es bei Aptin konfigurieren kann. Da gibt es ganz viel, was man markieren kann. Da kann man schöne Spielereien mitmachen, vor allem, weil man das ja schön logisch verknüpfen kann. Views habe ich euch kurz gezeigt. Was auch noch interessant ist, kennt jemand DepTags? Das ist ein wiki-artig bearbeitete Sammlung von Tags. DepTags.aliot.debian.org. Die zeige ich euch auch gerade noch. Die müssten hier mit drin sein. Na, da nicht. Okay, Views und dann gibt es hier den DepTags Browser.
So. Ah, ich habe DevTags nicht installiert in diesem Change-Root. Mist. Okay, keine Vorführung. Da kann man nach Text sortieren. Also ist es ein Programm, ist es eine Bibliothek, ist es, gehört es zu KDE dazu, gehört es zu GNOME dazu, ist es, hat es Kommandozeilen-Interface, ist es in Perl geschrieben, lauter solche Sachen hat man dort. Aber da die Zeit eh knapp wird, das L habe ich euch gezeigt, zusammen mit der flachen Paketliste. Man kann auch noch, genau das kann ich aber zeigen, hopp, da. Q raus, aber Views, Audit, Recommendations. So, das sind jetzt alle Pakete, die nicht installiert sind, aber empfohlen von irgendeinem der installierten Pakete. Ich mach mal unten wieder die, und da steht sogar unten eben, DebConf empfiehlt UpUtils oder Aptitude empfiehlt eine Doku dazu, Bash empfiehlt die Bash Completion etc. Solche Sachen. Und das Ganze ist nichts anderes als auch wieder eine gefilterte View. Keine virtuellen Pakete, nicht tilde V, nicht tilde I, keine installierten. Und es gibt eine reverse Dependency auf Recommends auf von einem installierten Paket. Also solche komplexen Ausdrücke kann man mit Aptitude nachsuchen. Ja. Vieles davon kann man auch auf der Kommandozeile machen. Y zeigt eben an, warum ein Paket installiert ist. Das haben wir vorhin mal gesehen in der Infobox. Minus, minus Schedule Only, wenn man bloß vormerken will und dann nachher ans Install ohne Paket. Habe ich vorhin in der Textoberfläche gemacht und dann nachher auf der Kommandozeile ausgeführt. Kann man eben beliebig mischen. Auch schon gezeigt. Config-Dateien sind die gleichen wie bei apt. Also er beachtet alle apt-conf, apt-conf-dev-Dateien. Hat auch noch eine Config. Ich kann hier interaktiv die Config ändern. Ich mit Escape mal raus. Ne? Nicht, dann drücken wir hier Cancel. So, Ctrl-T, Option, Preferences. Hier kann ich ganze Menge Optionen ändern. Und wenn ich hier was abspeichere, also wenn ich es ändere, dann speichert das automatisch ab. Und das landet dann in der Datei slash root.aptitude slash config. Das wird ändern. Das wird irgendwann unter .conf, also slash root.config slash aptitude, wie es halt Desktop-Systeme heute vorsehen. Er schreibt seine eigenen Logs noch, neben den DPKG-Logs, aber Varlog Aptitude wird auch gefüllt mit dem, was er machen will, auch wenn es eventuell abbricht. Ja. Und letzte Folie, mehr oder weniger. Die Folien könnt ihr auch alle nochmal in Ruhe anschauen, vor allem die große Liste mit den Suchmasken noone.org/talks/aptitude. Die englische Aptitude-Doku, sie ist nicht ganz aktuell. Ich habe da auf meiner To-Do-Liste noch auf die neueste Version zu aktualisieren, aber sie ist von der vorletzten Version. Frank Hoffmann hat irgendwann mal einen schönen Artikel zu DebTags, konnte ich euch jetzt gerade nicht zeigen, hätte auch die Zeit nicht mehr gereicht, im Linux-User Juni 2012 geschrieben, wo er halt das beschreibt. Ich schreibe zusammen mit Frank Hoffmann ein Buch über Paketmanagement in Debian, wo nicht nur Aptitude vorkommt, sondern eben auch apt und viele netten Tools rundherum, die ich euch heute sicher alle nicht zeigen kann. Wir hoffen mal, dass es irgendwann noch dieses Jahr erscheint. Ansonsten, wer mich kontaktieren möchte, noch Fragen hat, jetzt, die haben vielleicht erst zu Hause einfallen, abe.debian.org. Ansonsten in meinem Blog schreibe ich auch ab und an mal was über Kommandozeilensachen. Und noch eine aller, ich zeige die Folie gleich nochmal, kurz nochmal danke. Eben, Frank Hoffmann hat mir geholfen oder hat mit mir mal einen Aptitude-Vortrag gemacht, der ein bisschen anderen Fokus hatte. Auch von ihm war zum Beispiel die Grafik auf dem ersten Bild. Michael Stapelberg hat mir geholfen, die Reihenfolge zu einen Vortrag zu optimieren. Ich danke euch fürs Zuhören und Interesse. Und wenn ihr noch Fragen habt, ich glaube, ich darf jetzt noch irgendwie 10 Minuten hier sein und Fragen beantworten. Ja, da sind viele Fragen. Ich fange mal hier an, ja? Es gibt Varlog Aptitude, schreibt das rein und Varlog DPKG-Log auch nochmal. Varlog DPKG-Log sagt, was auf der Platte passiert ist. Varlog Aptitude sagt, was er machen wollte in dem Moment, wo ich gesagt habe, jetzt installiere die Vormerkung. Ja, da noch? Dazu weiß ich zu wenig über Synaptik.
Also zwischen Upget und Aptitude kann es zu Verwirrung führen, wenn du eben was vorgemerkt hattest. Upget kümmert sich um diese Vormerkung nicht, aber Aptitude merkt die sich. Und wenn du zum Beispiel irgendwann mal gesagt hast, Aptitude install, irgendein Paketname, weil halt eine Installationsanlage Aptitude verwendet hat, und das aber schief ging, dann hat er sich immer noch gemerkt, das hast du mal installieren wollen. Und das nächste Mal, wo du Aptitude benutzt, wird er es wieder installieren wollen. Also solche Probleme kann es auch mit Synaptic geben. Aber wenn man sich bewusst ist, dass Aptitude Sachen vormerken kann und sich merkt, was man machen wollte, auch wenn es vielleicht nicht geklappt hat oder man es beendet und nicht abgebrochen hat, dann ja, kann es vielleicht irgendwelche solchen Verwirrungsprobleme geben. Aber sonst kann man es eigentlich mischen, wenn man sich das im Kopf behält. Ja? Gibt es eine Möglichkeit, Aptitude so aufzurufen, dass er die letzte Erinnerung quasi nicht aktiviert? Ja. Es gibt einen Befehl, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich ihn hier irgendwo drauf habe. Ich glaube nicht, nee. Aptitude Keep All heißt es, wenn ich mich recht entsinne. Behalte alles so bei, wie es jetzt ist. Vergiss alle Vormerkungen. Ich meine, es heißt Keep-All. Keep ist auf jeden Fall mit drin. Interaktiv kann man das auch. Mal kurz. Hoppala. Cancel Pending Actions, das ist im Menü das. Das heißt, alles, was ich markiert habe, zum Löschen, zum Installieren, würde er dann wieder vergessen. Ja, ja, ansonsten, ich schwirre noch ein bisschen hier rum, bin nachher sicher auch noch irgendwo mit, wenn es wo was zu futtern gibt. Fragt mich einfach. Ansonsten, Zweifelsfall per Mail oder im Chat bin ich auch als Xtaran im IRC unterwegs, Debian.de-Kanal oder so, im OFDC, das ist das IRC-Debian-Org-Netzwerk. Ja, ansonsten freut es mich, dass so viele da waren und ich hoffe, es ist ein bisschen was hängen geblieben, auch wenn es doch viel in der kurzen Zeit war. Ich hatte das Gefühl, beim letzten Mal war ich schneller durch und es war langsamer, aber egal. Ja. Ah ja, und genau. Minesweeper kann man spielen. Ja, vielleicht da noch irgendwo und. Wenn ich jetzt irgendwo muss ich doch mal auf. Das ist. Ja. Oh, you lose. So. Meinst du? Man kann auch größer machen. Also. Ich hab's nicht ausprobiert. Schauen wir mal. Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn du ein New Game machst, macht er sogar ein neues auf. Aber. Nee. Man kann irgendwie. Irgendwo kann man es. Ich glaube, mit N kann man sagen, da kann man dann. So hart, dann kommt es halt einfach ein bisschen größer. Ne? Doch nicht. Ich muss so auswählen und dann, okay. Ja. Na gut, das lässt sich nicht so oder so. Brauchen wir ein größeres Terminal. Das wird noch höher mit Freitag. Also das geht auch interaktiv, während er im Hintergrund Sachen herunterlädt, aber es geht nicht, während er Pakete auspackt und installiert mit DBKG. Sollte vielleicht zum Beispiel mit Pakete das dann nochmal aufspicken.